1. August auf dem Ottenberg im Thurgau. Gegen 1000 Menschen finden sich hier ein. Klein und gross, jung und alt. Sie erwartet hohen Besuch und werweiselt, ob der Gast recht mit dem Helikopter eintreffen wird. Erwartet wird die Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf und sie kommt mit dem Privatauto, chauffiert von ihrem Mann Christoph Wittmer und begleitet vom Sohn Ursin. Die Gäste der Bundesvier finden das sehr sympathisch. Ebenso sympathisch findet sie, dass sich die Bundespräsidentin für ihre 1. August-Rede für eine kleine Gemeinde wie Meerstetten entschieden hat. Und dass sich die Bundespräsidentin ganz natürlich unter das Volk mischt. Zum Stolz der Sängerinnen und Sänger singt sie beim Auftritt vom gemischten Chor Ottenberg sogar mit. Ich komme aus einer Gemeinde, ich bin in einer Gemeinde gross geworden. Das sind meine Wurzeln. Und habe nicht das Bedürfnis, in grosse Städte am 1. August zu gehen, sondern eben so schön da einfach in der freien Natur sitzen. Das ist ein Unterschied zu London, das ist so. Juff war auch nochmal ein Unterschied zu London, aber das ist ja das, was das Leben so schön und so vielseitig macht. Bei Ihrer Rede ist natürlich die Zukunft der Schweiz ein Thema. Vor allem das Zusammenleben von 8 Millionen Bewohnern. Eine moderne, umweltbewusste Energiepolitik und einen sauberen Finanzplatz. Es gibt in verschiedenen anderen Staaten Behörden, Politiker, die, sagen wir mal, unterschiedliche Forderungen, das ist jetzt noch freundlich gesagt, unterschiedliche Forderungen an uns stellen, die zum Teil abenteuerliche Vorstellungen haben, was die Schweiz zu tun hat und nicht zu tun hat, und die vor allem auch rechtsstaatlich fragwürdig sich verhalten. Urig und traditionell feierlich wird bis in die späte, laue Nacht gefeiert. Und immer wieder hört man von den vielen Besuchern, dass sie noch kaum einmal so eine schöne Augustfeier erlebt haben. Auch Amtskollegen sind überrascht, dass wir das überhaupt fertig bringen, die Bundespräsidentin auf Meerstetten in so einem Ästchen im Thurgau zu holen. Und uns hat das natürlich gerade darum außerordentlich gefreut. Und aus meiner Sicht passt das auch zu Evelyn Wittmer-Schlumpf. Haben Sie gut, schönen 1. August allen zusammen.